Hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch zum zweiten Teil meines Vlogs hier in Köln, YouTube Creator Day Teil 2. Und ich hoffe, dass es mir jetzt dank modernster Technik gelingt, von meinem Hotel zur Destination, die Wohngemeinschaft, zu kommen, wo der YouTube Creators Day stattfindet. Ja, ein bisschen doof ist, dass es jetzt gerade anfängt zu regnen und ich überhaupt keinen Regenschirm dabei habe, aber ich habe auch noch genügend Zeit. Mal schauen, ob ich einen Regenschirm ergattern kann und wie ich da hinkomme. Also mein Smartphone sagt mir 15 Minuten zu Fuß und naja, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich warte den Regen hier mal kurz ab. Ja, es hat eigentlich schon wieder aufgehört. Es nieselt noch ganz leicht, so dass ich mich jetzt auf den Weg mache hier. Ja, es sollen dort zum YouTube Creators Day ganz viele YouTuber aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Es gibt ja YouTuber, das glaubt man ja gar nicht. Zu jedem Thema der Welt, was man sich so vorstellen kann. Da gibt es auch einen Vlogger. Und dort werden wohl Vorträge gehalten über YouTube, über die neuesten Features und Programmeinstellungen, Trends, Tipps und Tricks. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin hier gestern mit dem Auto angereist. Bin in einem Hotel mit einem Destination Charger. Das Video dazu, das blende ich hier oben mal ein. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier den richtigen Weg finden. In dieser Straße jetzt hier muss es jetzt irgendwo gleich kommen. Ja, wir sind hier jetzt bei dem Creators Day und ich habe den Flo gerade kennengelernt und wir unterhalten uns über YouTube, was wir so machen. Wie läuft dein Channel? Du hast einen Allround-Channel. Richtig, ja. Ich mache eigentlich alle möglichen Videos, ja, irgendwie Let's Plays unter anderem dabei, und aber auch viele andere Sachen, Richtung Musik viel, Schlagzeugschule, Jonglier-Video habe ich gemacht. Ein Video ist ziemlich abgegangen, wo ich irgendwie auf dem Airport gespielt habe, dann ziemlich viral gegangen. Und dein Channel heißt Flowrounder. Flowrounder, sorry. Also ich verlinke das hier oben mal. Gibt es neue Abonnenten. Ja, und hier trudeln die YouTuber ein und es ist wirklich eine bunte Gemeinschaft. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, bist du hier nicht viel hoffnungslos zu alt für, aber hier ist, glaube ich, alles vertreten. Ja, ich sehe es auch so. Beauty habe ich auch schon gesehen und Musik und alles. Und wir haben zufällig dieselbe Kamera hier. Für alle, die wissen wollen, mit welcher Kamera ich drehe, das ist sie. Ja, ich muss empfehlen. Die Legia, Canon Mini. Wir sind natürlich hier auch ausgestattet worden mit einem Notizbuch, YouTube Creators Day, einem Kugelschreiber, einem Zeitplan und Aufkleber sind da auch noch drin. Also hochmotiviert gehen wir das hier jetzt an. Grüß euch! Das ist nämlich die, wir von YouTube sind unheimlich stolz auf alle von euch. Nicht nur, weil ihr es geschafft habt, hier mit Bus und Bahn anzureisen, einen Parkplatz zu finden. Nee, jeder von euch ist hier, weil ihr mindestens 1000 Fans habt. 1000, das ist eine ganze Menge. Wenn ihr euch das so vorstellt, wir sind jetzt gerade vielleicht an die 70, 80 Leute. 1000 Leute, die ihr mit eurem Content begeistern könnt, das ist ungefähr, als würde man diesen Raum hier 12-mal nebeneinander stellen. Und die Leute haben euch abonniert, weil sie euren Content mögen, weil sie das gut finden, was ihr macht. Und deswegen möchten wir gerne mit euch schauen, wie kann man darauf aufbauen. A chance to walk in someone else's shoes. A reminder of how amazingly generous people are, how hilariously funny, and how heartbreakingly vulnerable humans can be. Thank you guys so much for being here for me. This is the rawest, purest, most unfiltered portrait. Das heißt, jetzt starten wir im Prinzip einmal mit den Produktupdates. Ich bin super stolz, dass er heute hier ist.
als EMEA Manager vom Online Partnerships Team aus London haben wir den Klaus heute mit dabei. Dürfen. Wir freuen uns sehr. Wir stellen uns noch mal kurz vor. Also ich bin Franzi von CrowdTV und das ist Marie von CrowdTV. Wir machen eine coole Plattform, die die Community besser bündelt. Und da haben wir uns gedacht, das ist natürlich eine mega Möglichkeit, euch einfach mal ein bisschen was dazu zu erzählen, wie man als YouTuber selber seine Community bündeln kann. Darum soll es halt auch so ein bisschen gehen. Was gibt es da für Möglichkeiten, wie ich meine Community besser an mich ranbringen kann, wie ich die halt so, ich habe hier den Lehrer Schmidt vor der Kamera. Hi und herzlich willkommen. Den habe ich auf YouTube entdeckt und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es gibt Mathelehrer und Physiklehrer auf YouTube und ich finde ja dein Logo und also was ich gesehen habe, total cool. Wie bist du da drauf gekommen, jetzt Lehrerinhalte auf YouTube zu machen? Ich hatte Schüler, die keine Hausaufgaben gemacht haben und ich wollte, dass die Hausaufgaben machen. Und die haben mir immer gesagt, hey, das habe ich nicht verstanden, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen. Und ich habe gesagt, gut, dann liefere ich euch die Videos nach Hause, damit die Ausrede nicht mehr gilt. So ist das entstanden, das ist tatsächlich wahr. Also da bist du sozusagen der virtuelle Nachhilfelehrer. Und dann mussten sie Hausaufgaben machen. Also ich komme jetzt auf das Thema, weil ich habe gerade eine 9-jährige Tochter zu Hause und das ist eine Quälerei, meine virtuellen Hausaufgaben. Dann hilft nur Videos, ausprobieren. Lehrer Schmidt. Und woher hast du die Themen? Aus den Mathebüchern. Also ich unterrichte seit 10 Jahren Mathe, von Klasse 1 bis Klasse 10. Es wiederholt sich alles, also das mache ich aus dem Kopf. Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn ihr Lehrer Schmidt auch kennenlernen möchtet, ich versuche das hier mal zu verlinken. Also hier trifft man wirklich interessante Leute. Das ist ein total cooler Kanal, obwohl ich Mathe immer gehasst habe. Also. Zwei Kanäle, einmal Breakout TV, das ist mein Hauptkanal. Und mein zweiter Kanal ist Defang. Da mache ich hauptsächlich Daily Vlogs oder Vlogs. Ich mache YouTube seit gute 4 Jahren. Februar, 23. Februar 2013 habe ich mit YouTube angefangen. Habe aber einen Kanal schon seit 2005 oder so. Aber da wusste ich nicht, was ich mit YouTube anstellen soll. Da habe ich nur Katzenvideos hochgeladen. Nein, ich habe sie nicht gegessen. ich bin YouTube Ambassador in München. Und mache dort auch die ganzen Events mit dem lieben Daniel. Es heißt ja immer, man sollte ja irgendwie Videos kreieren mit Leuten mit dem gleichen Thema. Ich finde es nicht so, weil wir sind ja alle kreative Menschen. Und ich denke, man kann sowohl einen Beauty-Kanal mit einem Autokanal kombinieren. Kann man komplett. Weil man muss nur sich überlegen, was kann man dazu machen? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, mitten beim Fahren schwingt sich die eine so ein Tutorial in Richtung, wie kann ich mich im Auto fahren vorbereiten? Gab's noch nicht, ich hab's noch nicht gesehen, ist eine Videoidee jetzt. Sozusagen, könnt ihr entsprechend machen. Nee, zum Beispiel, jetzt habe ich als Beispiel den lieben Falco genommen, der ist auch ein Creator, der bei uns in München war. Und wir haben bei ihm die Stärke gesehen, er kann zeichnen. Okay, danke nochmals. Schmidt, Mathe, Physik, Hits und Akustikgitarre, große amerikanische Hits gespielt auf der Akustikgitarre. Ja, Vino, ich mache Minecraft, Breite Minecraft. Und was machst du? Ja, Wings Collins. Und das Wichtigste im Titel wird stehen, kein Clickbait. Kein Clickbait. Bitte nicht klicken. Aber wir werden dahinter schreiben Pole Dance. Ich glaube, das überzeugt genug. Vielen Dank. So,
hier ist wieder der Flowrounder. Du warst heute Morgen der Erste, der mich angesprochen hat. Und wir haben als Erstes hier zusammen gedreht. Was war für dich heute das Beste und was fandst du hier? Also heute das Beste war ja, auf jeden Fall natürlich die Kollaboration mit allen möglichen Leuten und dann aber auch ja, die Veranstaltung. Oder der Kollege, der Steve, hat ja erzählt über die Kollaboration. Und das fand ich ja ziemlich cool, ziemlich interessant. Und da muss ich auf jeden Fall mehr machen, ne? So wie mit Tesla-Leuten beispielsweise. Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe viele neue Inspirationen sammeln können. Man lernt ja wirklich viele andere Vlogger kennen. Also es ist wirklich erstaunlich, für welche Lebensbereiche es alles YouTube-Channels gibt. Also das ist wirklich erstaunlich. So ist es. Also ja, vielen Dank. Wir sehen uns wieder. Wir drehen dann zusammen. Also macht's gut. Alles klar. Siehst du, gute Heimfahrt, ne? Mit dem Tesla. Das war mein Bericht vom YouTube Creators Day aus Köln. Jetzt geht es wieder nach Hause. Er sagt uns, wir würden selbst ohne Zwischenstopp nach Bremen kommen. Dann darf ich allerdings nicht schneller als 110 fahren, sodass wir also auf der Rücktour noch einmal an den Supercharger in Lohne gehen wollen. Da werde ich dann einen kleinen Live-Bericht machen. Jetzt, wenn das Video online ist, dann steht er schon bereit. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war hier ein erlebnisreicher Tag in Köln. Es hat mir sehr gut gefallen. Also bis dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr dafür einen Daumen hoch geben. Wenn das das erste Video ist, was ihr von mir gesehen habt, dann könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Dennis Vitus. Bis dann. Tschüss.